Sie haben ja recht, normalerweise sollte ich hier nur mit positiven Nachrichten in den Fahrstuhl reinkommen. Und wir haben dazu ja auch mal aufgerufen, welche positiven Nachrichten gibt es aus der Bankbranche? Welche spannenden Projekte haben Sie, die man hier mal lobend erwähnen kann? Viel kam da damals nicht und trotzdem muss ich heute mit einer negativen Nachricht kommen, die uns auch selber traurig macht. Denn wir wollen ja als Banking Club, als Mitgliederorganisation wachsen. Mit einer Bank werden wir nicht wachsen, nämlich mit der Fidor Bank. Die wird spätestens 2024 abgewickelt und liquidiert. Sehr schade, 2009 gegründet. Damals war das Geschäftsmodell Social Banking. Hat sich aus meiner Sicht nicht so wirklich durchgesetzt, sind ja nach Frankreich verkauft worden. Viele sagen heute, die Fidor Bank ist eine Neobank. Diesen Begriff gab es 2009 noch gar nicht. Manche sagen, sie sind der Vorreiter gewesen für die Geschäftsmodelle einer Solaris Bank, also dem Thema White Label Banking. Kann sein. Und sie ist nicht die einzige Bank, die vom Markt verschwindet. Die MCE Bank, also die Hausbank von Mitsubishi und Isuzu, wird auch vom Markt verschwinden. Das Geschäftsmodell allerdings nicht, weil die Santander nimmt diese Bank auf. Vorbehaltlich der Zustimmung durch Behörden. Ja, und wo landen wir dann irgendwann? Das Fial, das Bankensterben geht weiter. Es gibt ja eine Studie, die sagt, wir haben irgendwann nur noch 150 Banken. Halte ich für einen harten Wert. Vielleicht liegt in Übertreibung die Verdeutlichung, kann sein. Sparkassen, Genossenschaftsbanken fusionieren, was ich sehr schade finde nach wie vor, weil dieses regionale Gen dieser beiden Bankengruppe dadurch verloren geht aus meiner Sicht. Im Privatkundenmarkt verschwinden manche Banken, weil die Geschäftsmodelle nicht mehr greifen, wie da bei einer Fidor Bank. Oder auch, weil bei der einen oder anderen Privatbank halt auch Konsolidierung stattfindet durch den Kostendruck, den wir haben. Aber wo sind wir in 3, 5, 10 Jahren? Sind wir da bei 150 Banken aus der Studie oder noch ein paar mehr? Bin gespannt, wo Sie den Bankenmarkt sehen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt ein schönes Wochenende. Kommen Sie gut ins Wochenende rein, kommen Sie nächste Woche gut wieder raus und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier im Fahrstuhl. Bis dann, gute Zeit.